Teil 2 zu meiner Frühjahrsanrede. Ja, viele haben sich gewundert. Steinbuch mit langen Haaren. Ja, wenn man weniger Haare kriegt, dann muss man sie länger wachsen lassen. Das ist, ja, ihr wisst doch, wie es ist. Genau, fetter ist man geworden nach der Pandemie und einem Jahr mit so viel Stress. An Sport und irgendwas war gar nicht mehr zu denken. Die aktuelle Lage, nicht nur bei uns, sondern deutschlandweit. Der Karpfenmarkt ist komplett zusammengebrochen. Das hat sich aber die letzten Jahre angekündigt. Es gab keine Satzfische mehr unter den Kollegen. Mir größeren Produzenten und keine Nebenerwerbler oder Hobbyzüchter konnten auch keine K2 mehr in größerem Stil abgeben. Die Angelvereine haben ihre paar hundert Kilo, was sie brauchten, noch bekommen, aber der Markt ist dahingehend leer gewesen, was K2 für Wiederverkäufer oder für Kollegen angeht. Also irgendwo jemanden mal 5.000 oder 10.000 K2 abzugeben, ist gar nicht mehr möglich gewesen. Also wir selber haben Verluste jenseits der 40.000, 50.000 Euro pro Jahr durch Kormoran und mittlerweile Otter. In einem Teich fehlten 2000 Kilo K4 durch einen Otter. Allein in der letzten Nacht waren es 35 Kilo Fisch, die zerrissen wurden oder aufgefressen wurden. Und ja, ganz frisch. Und die Otterspuren sieht man halt. Jetzt ist hier ein bisschen Wind. Also in der Oberpfalz hat man von den letzten Jahren her schon gehört, dass die Oberpfalz leer gefegt ist. Ich kann euch nicht sagen, warum aus Tschechien keine Fische mehr kommen. Die werden aber dieselben Probleme haben. Die Polen kaufen alles auf, was an Karpfen überhaupt noch auf dem Markt ist. Also wenn die Polen mal bei mir anfragen und nach sattelweise Karpfen anfragen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Markt zusammengebrochen ist. Es ist Wahnsinn. Also 2022 haben wir noch den Karpfen an den Endkunden für 3,60 Euro verkauft. Aktuell liegen wir bei 6 Euro ungefähr beim normalen Spiegelkarpfen. Es ist, ja, ich meine, es ist klar, der Ukraine-Krieg, das Kornhaus der Welt oder wie es geheißen hat, ich frage mich, das ist meine persönliche Meinung, ich frage mich, wir könnten uns selbst erzeugen und ernähren in Deutschland und wir sind auf Börsenwerte von Getreide angewiesen und da gehen die Preise ins Unermessliche hoch. Also der Einkauf von Getreide lag bei uns bei ungefähr 16 Euro 2021 und lag 2022 bei jenseits der 40 Euro Marke. Also haben wir schon eine weit über Verdopplung des Getreideeinkaufs. Die Stromkosten, also ich bin mal gespannt mit der Forellenzucht, was wir hier Stromkosten haben. Die Abrechnung kommt ja jetzt erst noch. Ich hoffe, dass wir das alles so halten können. Mit den zwei Hofläden haben wir natürlich die Preise auch unten gehalten wegen der Inflation, obwohl wir eigentlich durch die ganzen Preissteigerungen, wir haben Pelletpreise quartalsweise, sind die Pelletpreise nach oben, quartalsweise, also 4 Preiserhöhungen in einem Jahr. Und die nächste für dieses Jahr ist ja auch schon wieder angekündigt, also jetzt ist die 5. Preiserhöhung bei den Pellets. Stromkosten, braucht man nicht drüber reden, Gas benutzen wir zum Glück nicht. Wo anfangen? Im Oktober, November habe ich noch ein schönes Video gesehen vom Bayerischen Rundfunk. Das würdet ihr auch in YouTube irgendwo finden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie der Bericht jetzt hieß. In der Oberpfalz gab es, lasst mich jetzt lügen, das ist 3 Monate her, 485 Karpfenzuchtbetriebe, nur in der Oberpfalz. Und davon haben fast 100 aufgehört in den letzten 3 Jahren. 100 Betriebe. Ein großer Online-Versandhändler hat leider jetzt die Schotten dicht gemacht für 2023 wegen den Energiepreisen. Wie gesagt, Otter immer schlimmer, Weißfische, Zander
und Hechte ist über normale Zucht in den Mengen, die wir es benötigen, gar nicht mehr zu bekommen. Kreislaufanlagen, Zander funktioniert allerdings nur im Sommer. Wir haben sehr schöne Ergebnisse bei den eigenen Abfischungen gehabt. Allerdings hat die Stückzahl gefehlt. Aber selbst in meinem Beauty Lake haben fast 33 Großfische gefehlt. Selbst bis 24 Kilo war der größte. Er war weg. Es haben zwei Schuppis gefehlt mit 18 Kilo. Also von 9 Schuppis sind nur noch 4 da. Goldamure sind von 5 nur noch 2 da. Schwarzamur ist weg. Von 5 Albino-Wallern ist einer weg. Und das hat sich das ganze Jahr haben wir tote Fische gehabt. Entweder knallt es im Frühjahr oder es knallt auf einmal, weil irgendwas mit dem Gewässer nicht passt. Oder es knallt auf einmal, weil eine Krankheit drin ist. Aber nicht jede Woche irgendwo ein Riesenfisch tot. Über das ganze Jahr hin. Und dann nicht Graser, Schwarzamur. Und wir haben sie ja teilweise gefunden. Also, es ist nicht einfach. Beauty Lake wird 2023 weiterhin existieren. Mit mehr Beifischen. Leider. Aber ich muss meine Großkarpfen schützen vor dem Otter. Das heißt, es müssen mehr Beifische rein, dass er einfach auch eine Schleie oder eine Rotauge oder Hechte oder Zander fressen kann. Ist schon erbärmlich, oder? Kormoran-Problematik ist weiterhin präsent und Wildfänge gehen auch extremst zurück. Wenn man sich an den großen Binnengewässern Deutschlands mal anschaut, wie viele Tausende von Kormoranen da rumschwirren, ist ja klar, dass es jedes Jahr weniger wird. Also ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Wir haben sehr viele Anfragen, immer wieder fürs Frühjahr, wo ich einfach euch sagen muss, ich kann niemandem etwas versprechen. Niemandem. Kein einziger Angelverein kriegt von mir im Frühjahr noch bestätigte Bestellungen. Wir haben es gerade so geschafft, fast alle Bestellungen abzuarbeiten für den Herbst und da fehlen komplett die Zander. Es gab keine Zander im Wildfang dieses Jahr. Die Mengen an Kreislaufanlagenzander, die mir aussetzen, umwildern, das sind halt für Angelvereine, die mal 30, 50, 80 Kilo wollen, aber jemand, der, und das sind die Mengen halt auch sehr begrenzt, und die ganzen Bestellungen mit 100 Kilo, 200 Kilo, 250 Kilo fangfähige Zander, die kann man einfach nicht mehr bestätigen. Und wenn ich sie nicht herkriege, kriegt sie ein anderer auch nicht her. Klar werden die Händler auch, jeder kriegt was ab, es gibt nicht nur, also die Verkäufer wollen ja auch möglichst breit gefächert aufgestellt sein, aber wenn es nichts gibt, gibt es nichts. Und aus Teichwirtschaft noch Weißfische und Zander in den Mengen herzubekommen, wie man sie benötigen würde, funktioniert nicht mehr. Also, wir reden ja mittlerweile von, sagen wir mal, 10, 15 Tonnen Rotaugen, die wir im Jahr benötigen würden. Und aus der eigenen Produktion kriegst du vielleicht 3.000, 4.000 Kilo hin. Und dann kriegst du noch irgendwo 2.000, 3.000 Kilo zugekauft und dann war's das. Ja, und mit die Zander das Gleiche. Also Kreislaufanlagen, Zander, wie gesagt, wer es ausprobieren will, setzt sich mit mir in Verbindung. Ich berate euch dahingehend auch sehr gerne. Ich bin aber keiner, der die im Oktober zukauft, auf 10 Grad runter temperieren lässt und euch dann als Teichfische verkauft. Also wenn, kriegt ihr von mir umgestellte Kreislaufanlagenzander, die in der eigenen Zucht dann schon 4-5 Monate geschwommen sind, sich umgestellt haben auf den aktiven Köderfang wieder, also auf die aktive Nahrungssuche. Also von 20 Grad in 20 Grad, von Mai, Juni, Juli bis August, je nachdem wie der September ist, und dann gibt es keine Kreislaufanlagenzander mehr. Dann gibt es nur noch umgestellte Teichzander von mir oder Wildfang. Ja, also wie gesagt, der Markt ist erschreckend zusammengebrochen, gerade weil die Bayern auch nichts mehr hinkriegen und die Sachsen. Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der hat Verluste jenseits von 100.000 Euro. Dem fehlen irgendwo 15 Tonnen Schleien, dem fehlen ungefähr 30 Tonnen Karpfen. Ja, und alles in der Kombination macht es halt dann doch kaputt. So, jetzt haben wir viel Wind. Ich hoffe, ihr habt mich verstehen können. Und wie gesagt, ich halte euch jetzt wieder regelmäßig auf dem Laufenden. Ich berichte von meinem Angelsee, ich berichte euch von meinen Boilies. Die Messesaison beginnt. Ich war in Wallau dieses Jahr. Berlin und Cottbus stehen noch an. Cap de Bosch wird
eh zu spät sein für das Video, aber da werde ich auch nicht vor Ort sein. Und ja, dann sind ein paar Sachen noch geplant. Da halte ich euch dann auch weiter auf dem Laufenden. Übrigens, wir haben hier auch Steckergrill-Veranstaltungen. Das wird jetzt auf die nächsten Tage alles geplant, was wir wo, in welchem Betrieb vorhaben. Tag der offenen Tür und. Mal schauen, was wir alles hinkriegen, weil personell ist es mittlerweile ein Familienbetrieb. Meine Frau arbeitet mit. Ohne die wäre alles gar nicht möglich. Die macht die meisten E-Mails. Ich komme einfach zeitlich nicht mehr dazu. Das letzte Jahr war wirklich an der Grenze mit 80 Stunden pro Woche. Ich glaube 400 Tage durchgearbeitet. Und deswegen war jetzt der Urlaub erstmal notwendig und wichtig für uns auch als Familie. Mit zwei kleinen Kindern. Der Kleine wird im März 2, die Große ist 7 geworden. Ja, ich gehe stark auf die 40 zu. Sieht man mir nicht an, ne? Genau. Danke. Also, vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für euer Feedback. Abonniert, wenn ihr neu seid, gerne den Kanal. Die anderen sagen immer, schaltet die Bimmel ein. Ich habe noch nicht einmal eine Ahnung, wo eine Glocke ist. Ich freue mich, wir hören uns.